Meine Damen und Herren, in Sindelfingen sind wir stolz auf das großartige ehrenamtliche Engagement unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das zeichnet unsere Stadt aus und deshalb wollen wir als Stadtverwaltung auch alles dafür tun, dass die ehrenamtlich Engagierten hier hervorragende Rahmenbedingungen vorfinden. Wir investieren daher in die Zukunft unserer Stadt, in die Unterstützung des Ehrenamts, auch und gerade in Zeiten der Haushaltskonsolidierung. So schicken wir jetzt an den Gemeinderat eine Sitzungsvorlage, wo wir vorschlagen, den Bau- und Vergabebeschluss für das sogenannte ehemalige Mädchenwohnheim in Meichingen. Hier wollen wir rund 2,4 Millionen Euro investieren. Und Sie wissen, meine Damen und Herren, Meichingen wächst schnell. Es gibt eine große Nachfrage nach Räumlichkeiten. Die Vereine sind sehr, sehr aktiv und wir wollen unseren Beitrag leisten, dass die Vereine hier eine gute Arbeit leisten können. So ist angedacht, dass in dieses Vereinsheim einziehen wird der GSV mit einigen Aktivitäten, die Musikkapelle Meichingen, aber auch die Stadtranderholung Stara wird dort einen neuen Platz für die Aktivitäten im Sommer mit den Kindern und Jugendlichen finden. Wir freuen uns darauf. Wir freuen uns auf den entsprechenden Beschluss, den der Gemeinderat ja auch schon signalisiert hat durch einen Grundsatzbeschluss und freuen uns, wenn man es dann entsprechend einweihen kann. Herzlichen Dank, Ihr Bernd Föhringer.